Moin, moin und willkommen zurück. Rogue Legacy, die vorerst letzte Folge. Wir wagen uns ins Spiel und schauen, ob wir hier noch ein bisschen was abgrasen können. Ich sehe da unten gerade 60 Frames die Sekunde. Normalerweise ist es auf 30 reduziert, aber why not? Assassin, aber Stereo Blind, das ist aber in Ordnung. Oder ich nehme den, Assassin Confirm. Und wir haben ein bisschen Gold zu verteilen nochmal. Ich habe es eben schon gesagt, es wird die vorerst letzte Folge sein. Ich werde mich ein paar anderen Projekten widmen und dementsprechend keine Zeit mehr haben, dann noch Rogue Legacy zu spielen. Keine Sorge, der Controller wird noch zum Einsatz kommen. Ich gucke erstmal, ob ich noch irgendein Item habe. Was ich noch neu habe. Da unten ist doch was. Hat mehr Mana, hat weniger Armor. Aber eine Seifenrune drin. Ja, so ganz geil ist das nicht. Da unten ist noch was neu. Damage Return, 50%. Das ist nicht wenig, aber es gibt mir weniger Armor. Nö, kein Bock darauf. Das ist ja Quatsch. Ich habe die Framezahl noch so hoch wegen Super Hexagon. Das läuft nämlich eigentlich immer auf 60 Frames. Von daher, das 60 Frames ist gar nicht schlecht. Das läuft schön flüssig dann. Und das Spiel kann das anscheinend ab. Ich weiß nicht, ob jeder irgendwie einen Unterschied mitbekommt. Ob es auch in 60 Frames gerendert wird. Oh Gott, das ist aber viel flüssiger, denn das ist total ungewohnt. Sollte aber funktionieren. Das Spiel sieht ganz anders aus, wenn ich das so spiele. Holla, die Waldfee. Ich würde sagen, es ist sogar noch schwerer jetzt. Ja, die vorerst letzte Folge, wie gesagt. Ich werde mich anderen Projekten widmen. Die Entscheidung ist noch nicht ganz gefallen, obwohl StarMade momentan definitiv Favorit ohne Ende ist. Hat einen ziemlichen Vorsprung vor den anderen, glaube mehr als zwei Spiele zusammen. Und es streiten sich noch momentan ziemlich nah beieinander Prison Architect, XCOM und Seven Days to Die darum, welches Spiel als zweites dran kommt. Wow. Na komm her. Boah, das ist machbar. Ah, er charged. Oh, zweimal? Dreimal? Der war knapp. Okay, dreimal chargen. Wow. 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 Der war knapp, aber geschafft. Das war ein Boss. Dementsprechend kriegen wir hier so schöne Rubinen. Das ist ein Saphir. Rubin ist ja rot. Ein Saphir wäre blau. Ja, die drei Spiele sind auf jeden Fall. Also ich denke mal, StarMade wird es definitiv gemacht haben. Und installiert ist es schon. Ich habe es noch nicht mal angespielt. Ich weiß, dass es sehr interessant sein kann. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert. Von daher wird das sozusagen blind werden. Wir werden uns das einfach angucken. Ach du Scheiße, wie soll ich diesen Raum denn schaffen? Das ist ja alles viel zu flüssig. Aua. Boah. Ich kann mich ja unsichtbar machen. Beziehungsweise so durchsichtig. Das ist ja mein Vorteil. Und den kann ich immer so wegmachen. Das passt. Es ist laut ohne Ende. Ich weiß nicht, was für euch auch so laut ist. Ich muss hier erst so ein bisschen leiser drehen. Das geht da gar nicht sonst. So, das ist schon angenehmer. Ja, komm, das Auge. Sehr schön. So, den Raum habe ich schon mal ausgelöscht. Sehr schön. Ich werde Rogue Legacy installiert lassen. Vielleicht komme ich darauf nochmal zurück. Aber die View-Zahlen waren mir da ein bisschen zu wenig. Und ich würde auch gerne mal was Neues spielen. Ah, da hätte ich doch schön die Rauchwolke nehmen können. Naja. Defeat all enemies. Da drüben ist so ein blauer Zauberheini. Und das Bild ist nicht echt. Das habe ich schon gesehen. Schön, dass Gold abgegrast. Jo. Der Magier ist nicht gerade schwach. Das ist so ungewohnt, mit 60 Frames zu spielen. Das ist aber sehr angenehm irgendwie. Sieht auf jeden Fall cool aus. Boah, der war knapp. Mehr Magier. Boah. Ich muss erst die andere Guardboxer wegmachen, weil sonst... Oh Gott. Nicht sterben. Nicht sterben. Death Defy.
Lohnt sich doch die Ability dafür. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Oh Gott. Wie krass das einfach ist. Ja. Gut, zweimal darf ich dann mich doch nicht töten lassen. Ich frage mich, wie oft Death Defy hintereinander wirken kann. Sir Grey, Sir Dude. Habe ich irgendeinen Dude? Ich wüsste keinen. Aber Dude habe ich noch nie gespielt. Er hat Vertigo, alles ist verkehrt herum. Er ist aber ein Hokage. Ich mag die Hokage ja sehr gerne. Aber dann lieber diesen hier. Weil umgekehrt rumspielen ist kein Spaß. Ich kann mir nichts kaufen und dementsprechend gehen wir direkt einfach rein. Bewegen uns sehr schnell als Hokage. Da stand gerade im Ladebildschirm nicht Building, sondern Balding. Das finde ich lustig. Weil ich habe ja Baldness, also eine Glatze im Prinzip. Man sieht es daran, dass ich keine, nicht diesen Büschel dahinter habe. Boah, das ist eine ganz andere Spielerfahrung, das auf 60 Frames zu spielen. Definitiv. Ich würde behaupten, es ist doch deutlich schneller und schwerer. Probieren wir das doch mal hier. Okay. Ach ja, das war die falsche Taste. Sehr schön, den habe ich geschafft. Sehr schön, den habe ich geschafft. Sehr schön. Ah, der war zu früh. Der war zu spät. Der war richtig. Ich glaube, jetzt habe ich schon verkackt. Ich weiß es nicht genau. Ah! Hallo! So muss ich den machen, okay. Sehr schön. Zwei habe ich noch. Ne, ein Messer habe ich noch. Aber es sind zwei Ziele. Ah, zu schnell. Der sagt dann immer, ich bin so schlecht. Das mag ich nicht. Töten. Ich mag keine Clowns. Okay. Mal Guardboxen. Die sind aber in Ordnung. Die kriege ich mit einem Schlag weg. Weil der Hokage relativ stark ist. Hat einen hohen Base Damage. Macht keinen Crit Damage. Absolut gar keinen. Weg damit dir. Ich kann ihn durch die Decke treffen. Genauso wie ihn. Oh, das Skelett lässt sogar aus. Interessant zu wissen. Ich bin so schnell. 60 Frames for the win. Ach komm, Zombie. Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Du kommst ja sowieso nicht runter. Was willst du denn? Ich meine, du hast relativ viel Leben. Aber das war's dann auch. Ich frage mich dann, wie das aussieht, wenn es gerendert ist. Ob es für euch dann auch in 60 Frames abläuft. Oder ob YouTube nur 30 Frames kann. Damit habe ich mich gar nicht beschäftigt. Oh yes, Gold. Na, lässt du das wohl? Komm her. Sehr schön. Das Bild hat, glaube ich, schon gewackelt. Alles nicht. Er war einfach. Den Raum hatte ich, glaube ich, bisher noch nicht. Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Gold. Die letzte Folge war ja nicht so erfolgreich. Daran erinnere ich mich noch. Mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Sieht ja momentan noch ganz in Ordnung aus. Ich meine, wir haben den Nachteil, wir haben HP und MP vertauscht. Die HP sehen jetzt nicht so gut aus. Aber momentan, ich würde sagen, es ist in Ordnung. Das Bild bewegt sich. Wenn wir schon zu viel Mana haben, können wir es auch benutzen in solchen Situationen. Noch ein bisschen HP wieder regeneriert. Und jetzt werden wir auch wieder auf voll HP kommen. Hoffe ich doch. Ja. Nee, nicht ganz. Ja, das lasse ich. Ich gehe nicht ins Maya-Gebiet. Ich habe da meine Lehren draus gezogen. Ich bin einfach noch nicht stark genug. Ich muss quasi wieder bei Null anfangen im Prinzip. Dementsprechend müssen wir erstmal das Castle durchboxen. Wir haben noch nicht mal Kidia auf dem Plus-Level besiegt. Wow. Und los. Oh Gott, ich bin direkt draufgesprungen. Wie dämlich war das denn? Und noch ein Death Defy, okay. Thank you.
geht doch durch, oder? Ja, der geht da durch. Okay, das ist schon mal etwas leichter. Oh, das war knapp. Lebenspunkte, sehr angenehm. Und noch mehr Lebenspunkte. Gleich bin ich wieder voll, sozusagen. Nein, ich bin bei 35 Leben. Das ist alles andere als voll. Okay, hier ist nur ein Verbindungsraum. Da gibt es noch mehr Leben. Ich kriege auch nur 12 HP, weil ich so wenig HP habe. Wir gehen nicht in den Wald. Ja. Dritur sollten wir kriegen. Blueprint. Ganz easy gemacht. Ohne Problem. Gehen erstmal zurück. Alles ist nicht so das Problem momentan. Das geht noch. Okay, das wird ein Raum, der schwerer wird. Ah, fuck, das war knapp. Ich habe noch 16 Leben. Oh Gott. Den habe ich durch die Decke erwischt. Da liegt Fleisch. Oh nein, es lag doch da. Shit. Okay, es waren deutlich mehr Gegner, die wir gekillt haben. Useless. Sir Keimer. Ist Keimer für irgendwas? Ich wüsste nicht. Useless der Dritte. Lich King, wir nehmen trotzdem den Hokage. Das können wir ja nochmal machen. Und wir nehmen noch ein bisschen mehr Lebenspunkte und wir nehmen noch ein bisschen mehr... Ja, Crit Damage ab bringt mir jetzt gerade gar nichts. Wir nehmen ein bisschen Mana ab. Ist auch in Ordnung. Und sind Level 166. Ja, das Schwert. Sollte mir merken, dass ich damit auch Leute angreifen kann. Und wieder rein damit und neu Gold sammeln. Es ist so ungewohnt, dass das alles so schnell ist. Bitte schreibt mir in die Kommentare, ob das für euch gleich schnell aussieht alles oder nicht. Vielleicht kann ich sonst immer auf 60 Frames aufnehmen. Wobei da wahrscheinlich das Rendern lange dauert, weil das dann auch mehr Daten sind. Ah, das ist gar nicht so klug. Mist. Das hätte ich mir denken sollen dabei. Boah, der war knapp. War schön viel Gold rausbekommen. Jetzt schon 4000. Das ist fast schon so viel, wie ich eben hatte. Oh shit. Das sind... Die Pflanzen sind wie die von Mario. Oh. Oh, die Ecke ist safe. Okay, das muss ich mir merken. Sehr schön. Doppelbossraum und wir kriegen ein... Retribution Sword. Wir haben doch eben schon was bekommen. Das habe ich gar nicht mehr gekauft. Dem Lack. Wow! Geh doch einfach sterben. Aber schön viel Gold bekommen wir mittlerweile. Der war nicht schlecht, du dämliches Bild. Der war nicht schlecht. Den hätte ich vielleicht mit dem Schwert angreifen müssen, mit dem anderen. Ich habe schon wieder ganz schön viele Lebenspunkte verloren. Das fällt mir gerade auf. Kriegen wir mehr Schaden? Einfach durchgehauen. Und die müsste ich auch alle fertig kriegen. Oh, der war knapp. Ich komme da nicht durch, ne? Ich bin kein Tiny, ne? Nein, bin ich nicht. Schade, schade. Nein, das Bild... Das bewegt sich so schnell bei 60 Frames. Unglaublich. Okay, komm. Mehr Sachen zum Zerstören. Nein. Mehr Sachen zum Zerstören sind mehr Lebenspunkte. 36 bekommen wir jetzt. Wow. Schön viel Gold gibt's ja, ne? Aber... Das ist die Frage, ob es das wert ist. Nicht ganz angekommen.
Okay. Wow. Das lässt du mal ganz schnell bleiben, mein lieber Freund. Sehr schön. Ich gehe nicht darunter, dann wird es mir noch schwerer. Ich gehe hier schön weiter. Oh, wir haben so einen schönen Altar. Ich hoffe, ich kriege nicht dieses Sonic-Ding. Das ist blöde. Oh, den Kompass. Der Kompass zeigt mir an, wo ein geheimer Raum ist. Und das sieht nicht gut aus. Mir scheint, als müsste ich hier tiefer runter. Aber wir werden es probieren. Weil ich will unbedingt haben, was da in dem Kompass drin ist. Lauf schön in die Klinge, du kleiner Nöbel. Die gehen da durch. Das ist natürlich ärgerlich. Hilfe! Also ungefähr auf der Höhe. Wie jetzt, es ist nur weiter rechts. Du kriegst einen mit. Da ist es. Zwei Dinger. Blueprint, Holy Cape, Dark Chestplate. Yes. Ich gehe wieder zurück. Denn länger will ich mich hier nicht aufhalten. Das ist mir dann doch zu hart. Da fliegt mir zu viel um die Ohren und... Ach, das ist nicht schön. Das war dumm. Ich konnte nicht mehr springen, weil ich im zweiten Sprung schon reingegangen bin. Ganz blöde Geschichte. Dafür wäre vielleicht noch so ein Drittsprung ganz gut. Und hier geht's weiter nach rechts. Das Bild ist, glaube ich, nicht echt. Ja, richtig geraten. Das ist echt. Die Skelette haben gerade so viel Lebenspunkte, dass sie zwei Schläge aushalten. Das ist ein bisschen ätzend. Ah, der war knapp. Okay, wir sind bei 112 Lebenspunkten. Das ist in Ordnung. Ist nicht so noch nicht viel. Aber wir holen jetzt ja nochmal ein bisschen Gold ab. Wir sind jetzt bei 9000. Das ist sehr schön. Da rein komme ich leider nicht. Deshalb gehen wir ja mal nach oben. Defeat all enemies. Ist das so schwer? Lauf doch mal schön gegen, du Nabbel. Ja, okay, den haben wir weg. Die halten nicht so viel aus. Oh, schön gemacht, schön gemacht. Gefällt mir. Oh, der war knapp. Ah, da hätte ich nicht noch ausweichen können. Na, zu hoch. Der trifft aber. Ah ja, geht da mal schön gegen. Trottel. Wow. Nein! Wie viel Schaden bekomme ich denn bloß? Aber wir haben deutlich mehr Gegner besiegt. Und diesmal nehmen wir Assassin. Ich nehme diese Assassin. Assassins und die anderen mag ich ja. Wir kaufen uns erstmal ein paar Gegenstände, würde ich behaupten. Wir gucken mal kurz. Wir haben das Guardian Sword. Wir haben dann aber auch jetzt das Retribution Sword. Das bringt Schaden zurück. Hat weniger Armor, aber hat ein bisschen mehr Schaden. Der ist es aber, glaube ich, nicht wert. Oh, da drüben haben wir ganz weit hinten was. Wir kriegen mehr Lebenspunkte, wir kriegen deutlich weniger Armor. Dafür kriegen wir Vampirismus, Siphon und ich glaube, es ist Air Dash. Ich weiß nicht, ob da noch mehr steht. Ich kann es nicht lesen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie scrollen kann. Nee, kann ich nicht. Das kann ich nicht lesen. Also ich würde mehr Leben bekommen, würde Vampirismus bekommen. Das klingt interessant. Und das Cape. Das Holy Cape. Wir kriegen mehr Mana und kriegen auch wieder eine Siphon Rune. Wir gucken mal kurz, was die Siphon Rune nochmal bringt. Ob die irgendwie Schaden zurückballert oder so. Hier habe ich eine Balance Rune, die will ich aber gar nicht haben. Da habe ich doch fast alles. Siphon war doch... Ja, Mana absaugen. Dann brauche ich diese Siphon Rune Geschichten gar nicht. Also das Retribution Sword bringt 50% Schaden, den ich kriege, zurück. Ja, aber die Rüstung interessiert mich doch mal. Allerdings brauche ich da ein bisschen mehr Gewicht. Gewicht bauen wir hier rauf. Das wird nicht reichen. Nehmen wir noch ein bisschen mehr Gewicht, so, und dann haben wir auch kein Gold mehr. Gehen wieder rein, probieren nochmal eine Runde. Und dann im letzten Durchgang wahrscheinlich, wenn der nicht zu schnell weggehen wird, dann holen wir nochmal die stärkste Rüstung anscheinend. Das ist die letzte Rüstung da zumindest.
Wir haben eine ziemlich gute Fähigkeit bekommen. Diese komischen Abprallbälle. Oh, fuck. Ey, das gibt es gar nicht, wie viel Schaden ich schon wieder gefressen habe. Allein durch den ersten Raum im Prinzip. Der killt dich mit einem Schlag. Das ist unglaublich. Ich bin so schwach. Wie können die Gegner im Plus-Modus so derbe stark sein? Oder ich werde einfach nicht besser. Das ist meine größere Befürchtung. Trotz Gamepad keine Chance. So, jetzt war eine Critical mit dabei. Mein lieber Scholli, ey. Das ist ja unglaublich. Ob du wohl damit aufhörst. Ja, bin ich zu nah rangegangen. Ich werde total porös gerade. 6000 Gold muss ich bekommen. Und diesmal mache ich nicht den gleichen Fehler. Oh, neue Rune. Wir gehen wieder unsichtbar zurück, weil wir es können. Okay, wir gucken mal hier oben lang. Ey, ich habe jetzt, von 400 Leben. Ich muss so viel auf Armor, glaube ich, gehen, um überhaupt hier einigermaßen was aushalten zu können. Das ist unglaublich. Ich fress so viel Schaden. Der Angriffsschaden von denen muss so hoch sein. Wo ist der denn hingesprungen? Der Critical war gut, die beiden hintereinander, sonst hätte ich den eventuell da auch noch Schaden abgekriegt. Ja, du hältst deinen Schnabel! Oh Gott! Oh, der war knapp! Ich brauche selbst für die zwei Schläge. Das ist ja unglaublich. Es sei denn, es ist ein Critical. Mein lieber Scholli. Ey. Soweit ich weiß, und da bin ich mir nicht ganz sicher, gibt es auch noch irgendwie den Plus-Plus-Modus und immer so weiter. Dreifach Plus, Vierfach Plus. Ich will nicht wissen, wie das dann ist, weil irgendwann wird es auch unmöglich werden. So, ein bisschen Gold brauche ich noch. Ich darf nicht sterben. Wir gucken mal kurz hier rein, ob hier irgendwelche netten Gegner sind. Es sieht nicht so aus, deswegen gehen wir wieder zurück. Da oben ging es auch noch weiter. Ist auch das Maya, aber das ist eine Truhe, die ich gerne haben würde. Wow! Nee, zurück! Das war knapp. Kann ich mir die Truhe unsichtbar schnappen? Ich hab kein Mana! Fuck! Oh, der war knapp. Mein Mana ist leer. Das ist natürlich jetzt ganz Bombe. Vielleicht sollte ich auch einfach mal die ganzen Bounty-Runen wegnehmen und das irgendwie auf Lifesteal-Rune umwandeln. Ich hab... Wie soll ich das denn machen? Ich probier's einfach mal. Ja, gut, wenn ich die Truhe öffne und das Spiel nicht anhält, da kann ich auch nichts tun. Genoa. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und wir haben so knapp zu wenig Geld, ey. Fuck. So, und ich werde jetzt immer die Armor verbessern. Der hat 825 Leben. Das wird mit 5 Schlägen wieder weg sein, weil die geht einfach so viel Schaden reinhauen. Mann. Reg ich mich auf. Auf der Jagd nach 6000 Gold. Ob wir es schaffen oder nicht, das sehen wir dann am Ende der Folge. Ich will zumindest sehen, wie diese Rüstung aussieht. Wow, es ist echt. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, fuck. Der geht aber noch einigermaßen. Also die Projektile sind vorhersehbar. Er spinnt halt so ein bisschen rum. Sein Charaktermodell ist relativ groß. Ja, das meine ich nämlich. Kann ich nicht einfach immer die ganze Zeit auf der Seite bleiben? Nein, das kann ich nicht. Das war eine dumme Idee. Komm wieder her. Komm her. Ja.
Genau, bleibt noch höher. Komm, ja, okay, es ändert sich komplett in die Richtung. Ah, meine Skills wechseln jedes Mal wieder. Ey. Okay, das interessiert ihn gar nicht. Aber wir haben die Truhe bekommen. Und noch ein Imperial Cape. Ja gut, wir haben die 500 Leben verloren. Ey, das gibt es echt gar nicht. Unglaublich. Bringt das was bei denen? Ne, das bringt da nichts. Take no damage. Ich denke, das wird nicht möglich sein. Kann ich die wegschießen damit? Ja, kann ich. Ich gehe näher ran. Ja! Oh yeah. Ohne. Oh, renn, 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 renn. Alles gut. Fußruder. Ja, Skyrim kann ich nicht anspielen als Let's Play. Das habe ich nämlich schon mal privat vor ganz langer Zeit, bevor ich überhaupt angefangen habe zu Let's Playen, angespielt und auch sehr lange gespielt und bin da auch halbwegs weit gekommen. Ich weiß nicht, war ich durch? Nein, ich war nicht durch. Weil man hat es auch irgendwie nicht mehr so richtig Spaß gemacht. Bei mir das nicht so lange angehalten. So. Also ich habe schon viele Stunden damit gefahren. Ich glaube, wie viele Spielstunden habe ich? 40, 50 oder so. Aber dann war auch immer genug, weil es immer das gleiche war. Was habe ich überhaupt gespielt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ein Magier oder so. Das könnte sein. Ja, hatte ich. Genau, ein Magier. Und ich war in dieser, auch in dieser komischen Magierfeste. Keine Ahnung, wie die mehr heißt. Geh doch einfach runter. Ja, geh genau dann runter, wenn er schießt. Geh fünfmal nicht runter, beim sechsten Mal gehst du runter und dann schießt er. Take no damage. Es ist eine Mustersache. Bam. Der rechts schießt, der oben schießt. Der rechts schießt, der oben schießt. Und wenn der rechts schießt, schießt er auch links und die treffen sich in der Mitte. Bam. 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 Oh, das war doof. Und weg hier. Ja, die Stacheln haben mich dann doch ein bisschen irritiert. Oh. Nein. Boah, der war knapp. Ja. Ich hole mir erst ein bisschen Mana und ein bisschen Lebenspunkte. Wir sind schon wieder kurz vor der magischen Grenze zu 6000 Leben. Nee, 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 nee. Da gehe ich nicht hin. Das ist mir dann doch zu hart. Hör auf damit! Mann! Mann! Geht doch einfach mal tot! Wie viele Schläge braucht ihr denn? Ihr seid Castle-Gegner, nicht irgendwie Dungeon-Hölle-Gegner. Verfluchte Scheiße. Das ist ja schlimmer als hier bei Diablo damals, wenn man von normal auf Albtraum gegangen ist oder von Albtraum auf Hölle. Meine Fresse, das ist aber echt eine harte Stufe. Ja, 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 ja. Warum bin ich schon wieder hier gelandet? Will ich gar nicht sein. Ja, genau. Ich gehe jetzt am besten zu dem Bossgegner. Den werde ich sicherlich schaffen. Und wenn ich mal kein Rezept haben will, dann kriege ich natürlich beides mal Rezepte. Ganz klasse Ding. Oh, Heilung. Yay. Der ist fast wieder voll. Könnte ich ja fast den Boss machen, ne? Im Leben nicht. Den schaffe ich sowas auch nicht. Wow. Kurz mal beobachten das Ganze. An dem Punkt bin ich nicht sicher. Ich hätte es wissen müssen. Ach komm, was soll der Geiz? Wir probieren den Boss. Es ist mir egal. Es ist die letzte Folge. Alles oder nichts. Der muss so scheiße viele Leben haben. Ich meine, das ist der letzte Boss, ne? Ich habe nicht mal Killia besiegt. Ja, Level 167. Der ist ein schwächeres Level als ich. Einmal getrennt. Oh, shit. Oh, shit. Okay, meine Skills ändern sich jedes Mal, wenn ich sie benutze. Weil ich ein Seventh bin, glaube ich. Au, 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 au. Das ist doch knapp. Kann ich nicht irgendwie so Minisprünge machen?
Shit. Killer Blob. Level 167. Boah, geht mal weg, Mann. Holy shit. Was würde ich dafür geben, jetzt irgendwie eine Hokage zu sein? Es werden langsam weniger. Aber die werden aber noch so klein, ne? Oh shit, oh shit, oh shit. Ah, zu lange auf dem Stacheln geblieben. Oh fuck. Und zu viele Erdmagier. Komm her, komm her, komm her, komm her. Die treffe ich natürlich nicht, das ist mein Problem. Weil die alle zu hoch sind. Da habe ich einen Erdmagier weggeballert. Sehr schön. Die kommen nur, wenn ich einen davon von den anderen treffe, ne? Ich könnte sogar noch die 6000er Goldmarke schaffen. Vielleicht. Wenn ich mich klug anstelle. Nee, 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 nee. Das lässt du, mein Lieber. Mein lieber Freund. Da wäre das Gold. Ich habe 6000. Okay, wir schaffen es. Wir schaffen es. Boah, schön viel Schaden ausgeballert. Das war nicht schlecht. Jetzt muss ich aber aufpassen. Da ist noch ein bisschen Gold gewesen. Sehr schön. Viele Erdmagier auf dem Weg. Okay. Weg mit euch. Oh Gott, zu viel Schaden, zu viel Schaden. Deutlich zu viel Schaden. Okay, die springen auch alle zu hoch. Die halten zu viel Schaden aus, ich glaub's nicht. Okay. Ich habe mich aber gut geschlagen, dafür, dass es der letzte Boss ist, also im Prinzip vor der Fountain. Okay, wir gucken uns einmal die Rüstung an. Und die gucken wir an mit niemandem, den ich kenne. Wir machen es nicht verkehrt rum, wir machen es Stereo Blind, das ist in Ordnung. Und der glitzert schon wieder so, ist das ein Spellsword? Ich glaube ja. Da haben wir noch einen neuen Helm bekommen, mit so einem schönen Stein drin. Royal Helm. Hat mehr von allem, der wäre cool. Aber wir holen uns die beste Rüstung im Spiel. Komplett schwarz. Okay. Ja, das soll es erstmal gewesen sein, denke ich. Kein Durchlauf mehr. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das ist der Air-Dash, beziehungsweise der normale Dash. Mit dem hätte man diese Zeitsachen machen können, wenn man irgendwie eine Truhe hat, eine Fairy-Chest, wo dann steht, 5 Sekunden Zeit dahin zu kommen, dann kann man das damit, kann man dahin sprinten. Ist mal ein bisschen schneller. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare, ob ihr es schade findet, dass es nicht mehr kommt. Oder ob ihr das froh seid, dass was anderes kommt. Wie auch immer. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Folgen und nächsten Anfängen der anderen Spiele wieder. Und ja, time to say goodbye. Es tut mir ein wenig weh. Es war ein schönes Spiel. Es ist ein schönes Spiel. Und vielleicht werde ich nochmal irgendwann wieder da reinspielen, aber momentan habe ich erstmal die Schnauze voll davon und muss andere Sachen anfangen, von daher. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.